Hallöchen und willkommen zurück. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich habe hier einen riesengroßen Karton stehen. Da. Und den werden wir jetzt zusammen auspacken. Das ist meine Sammelbestellung von Januar, wo meine Kunden die letzten 10% noch sichern konnten. Also, fangen wir mal an. Es hat sich jemand die Morning Sunrise gekauft. Als Wandlampe. Wir haben auch irgendwo die Stecker für die Wand. Hier. Genau. Das sind ja die Stecker für in die Wand, damit ihr sie so an die Wand hängen könnt. Dann hat sich jemand die Glitter Rose bestellt. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Das war meine Arbeitskollegin, soweit ich das aus dem Kopf weiß. Auch da. Nee, das ist, die hat sich die tatsächlich für die Tischvariation entschieden. Das ist diese hier. Die Lampe ist jetzt gerade nicht an. Aber es gibt ja diese Untersetzer, dass ihr die auf den Tisch stellen könnt. So, dann hat sich jemand auch als Tischvariation die Crowned in Gold. Das ist exakt so, wie sie da steht. Das ist die Crowned Gold als Tischvariation. Und es wurde noch bestellt die Why Are You Blushing, auch als Tischvariation. Und die Lily Garden, aber da fehlt mir tatsächlich noch ein Unterteil für. Ja, dann habe ich persönlich auch zugeschlagen, denn ich habe die 10% genutzt. Ich habe mir drei Duftblumen gekauft. Und zwar einmal Winterberry Apple Tea. Die im Gästebad ist nämlich jetzt leider empty. Dann haben wir einmal Black Raspberry Vanilla. Und ich muss selber mal gucken. Ich meine Coco Mango. Ja, Coco Mango für die Sommertage, die jetzt kommen. Auch da habe ich, wie gesagt, die 10% genutzt, weil ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Dann hat jemand einen Textilerfrischer in meinem Lieblingsduft für Wäsche besorgt, und zwar Palm Beach Breathe. Dann, und da war ich sehr glücklich drüber, weil ich mehrmals gesagt habe, wer jetzt die 10% nicht nutzt, der ist selber schuld und blöd. Es wurde ein Diffuser gekauft, und zwar auch mein Lieblingsdiffuser, der Stargaze Diffuser. Ja, da hat sich jemand das zu Herzen genommen und hat schon länger damit geliebäugelt und zugeschlagen. Fand ich mega. So, und dann muss ich jetzt mal eine Schere besorgen. Ist in dem Karton noch ein kleiner Karton. Und jeder, der meine Videos, meine Auspackvideos bei Instagram schon kennt, weiß, was jetzt kommt. Die Duftbestellung. So, da haben wir auch tatsächlich die noch fehlende Wandhalterung. Und jetzt fangen wir an. Es wurden Mini-Fan-Diffuser bestellt, also unsere Mini-Ventilatoren, dreimal. Oh Gott, es wurde so viel Öl bestellt. Dann haben wir einen Bar Blueberry Rush, einen Bar Black Raspberry Vanilla, noch einen Bar Black Raspberry Vanilla. Einmal Lemon Sorbet, Black Orange Marmalade, Simply Black Cherry, es ist sehr dunkellastig, Vanilla Bean Buttercream, Just Breathe, Berry Blessed, Appleberry. Das sind natürlich jetzt alles Düfte zum Teil, die es gar nicht mehr gibt. Ne? Arctic Kiss, den gibt es ja nicht mehr. Der ist ja aus der Winterkollektion. Gogo Mango. Mein Liebling, Scarlet Sunflower. Den habe ich im Club drin, damit ich ihn immer kriege. Jammy Time. Und Black Cider. Dann wurde eine 25 Watt Glühbirne bestellt und
1, 2, 3, 4, 15 Watt Glühbirnchen und ganz viele Öle. Klar, wer einen Diffuser kauft, muss auch Öle kaufen. Das steht gar nicht zur Diskussion. Und zwar haben wir Citrus Verbena, Lavender Coconut, Watermelon Red Berries, Grapefruit Blutorange, Jasmin White Tea und Citrus Pear. Ja, das war meine kleine, aber doch sehr feine und sehr umfangreiche Sammelbestellung für die 10%, die wir jetzt noch hatten. Ich werde jetzt die Tage auch wieder eine weitere Sammelbestellung für den neuen Katalog starten. Und genau, die werde ich Mitte Februar, glaube ich, wegschicken. Aber das werdet ihr noch früh genug erfahren. Ja, ich sortiere das jetzt erstmal. Dann wird alles gelabelt, weil ihr müsst ja wissen, woher das kommt. Und packe das schön ein und werde das dann zu meinen Kunden bringen, beziehungsweise schicken. Weil ein paar wohnen ja von weiter weg. Die kriegen das dann per Post zugeschickt. Genau. Ja, dieser kleine Haul. Ich hoffe, das war sehr schön. Ihr wisst ja, meine Videos sind immer kurz und knackig, denn gerade Mamis haben nicht immer so die Zeit, stundenlange YouTube-Videos zu sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt es gut, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.